Ja, wir gehen jetzt gleich mal hoch zur Orgel. Wir sind jetzt vor dem Schwellwerk der Orgel, im ersten Stock gewissermaßen, im Innern. Und jetzt mache ich von Hand, was normalerweise der Organist mit einem Fußtritt macht, die Orgel, diesen Schwellkasten auf. So kann man also leiser und lauter spielen, die Dynamik des Klangs verändern. Und wir können schon ein bisschen vielleicht hineinspitzen, ein paar Register oder Pfeifen sehen in diesem Schwellkasten. Wir sind jetzt im Inneren des Schwellwerks, das was wir vorhin gerade von außen gesehen haben. Hier sehen wir verschiedene Pfeifen, von Zungenpfeifen, da haben wir einen Bassoon oder Trompete, Oboe, bis hin zu Labialpfeifen, auch Holzpfeifen. Also sind fast sämtliche Pfeifenfamilien hier vertreten in dem Schwellwerk. Wir stehen jetzt vor der zweitiefsten Pfeife der Riegerorgel hier in der St. Petrikirche, dem sogenannten Untersatz 32 Fuß. Und wir werden gleich einmal eine Hörprobe haben. Und damit man aber auch sieht, wie viel Luft da wirklich durch die Pfeife geht, halte ich dann später ein Blatt Papier darüber. Dann kann man das sehr schön verfolgen. Das ist jetzt der Ton Cis. Großes Cis von unserem Untersatz. Da geht ganz viel Luft durch, wie man sieht.